Der Fehler, den man machen kann, ist, dass man denkt, es gäbe sozusagen einen Sinn des Lebens, der außerhalb unseres Lebens läge. Wenn ich mein Handy frage, was ist der Sinn des Lebens, dann sagt mir diese Stimme da, dieser Automat, das musst du schon selber herausfinden. Was ist der Sinn des Lebens? Naja, in gewisser Weise ist das die richtige Antwort. Aber man muss da sich der Frage etwas anders nähern. Also was wollen wir eigentlich wissen? Die erste Frage wäre ja, was würde uns denn befriedigen? Ja, also wie stellen wir uns denn die Antwort auf die Frage des Sinns des Lebens vor? Und ich glaube, der Fehler, den man machen kann, ist, dass man denkt, es gäbe sozusagen einen Sinn des Lebens, der außerhalb unseres Lebens läge. Irgendetwas ganz Merkwürdiges. Der Sinn des Lebens ist meines Erachtens einfach das Leben selber. Es gibt nichts außerhalb des Lebens, das sein Sinn sein könnte. Aber wenn die Antwort so einfach ist, warum sind die Bücher darüber so dick? Naja, weil wir denken, dass es eine Frage gibt, die man beantworten müsste, die aber eigentlich gar keine wäre. Also wir denken irgendwie, es gäbe neben dem Sinn, dass wir uns zum Beispiel gerade miteinander unterhalten und versuchen, etwas Gutes zusammen hervorzubringen, ja, als gäbe es noch etwas anderes außerhalb dieser Situation, was viel wichtiger wäre. Wir suchen immer woanders. Und das ist der Fehler. Deswegen sagen einem alle Weisen der Jahrtausende, den Sinn des Lebens hat derjenige gefunden, der nicht mehr sucht. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht dafür gemacht, den Sinn des Lebens zu erkennen? Ich glaube, wir sind schon dafür gemacht, aber deswegen ist es in gewisser Weise auch so schwierig, hier zu sein. Der Dichter Rilke hat es aber auf den Punkt gebracht. Hier sein ist herrlich und mehr gibt es nicht.